Ein schnurriges Willkommen bei Anti spielt Albion. Und es ist jetzt tatsächlich eine sehr, sehr lange Zeit her, dass ich zuletzt gespielt habe. Soweit, dass meine Finger mal wieder automatisch auf WASD ging. Und ich mal ein bisschen Platz mache. So, einmal hier ist Tastatur nach links. Und die Finger auf die Pfeiltasten, wie sich das für Albion gehört. Übersichtsratte. Wir sind hin und her gelaufen, haben verkauft tatsächlich, ich weiß nicht 100%, was wir gemacht haben. Also new. Ich glaube, das ist die erste Folge, seit ich hier mit Kamera spiele. Ich glaube, ich habe Albion die ganze Zeit. Ja, ich glaube, das ist die erste Folge, wo ihr mich tatsächlich seht beim Albion-Spielen. Ich weiß, hier so rumgeflirre und so. Ich muss mir noch mal einen Greenscreen für hinten dran kaufen. Momentan macht das OBS mit irgendeiner Intelligenz, die eher schlecht als recht ist. Aber hey, funktioniert, man sieht mich, oder? Ja. So. Bin schon ein bisschen runter. Das ist so eine eingebaute Webcam hier. Das ist so ein bisschen von meinem. Nee, dann rage ich ins Bild rein. Wisst ihr was? Wir lassen das so, dass ich hier gerade so schön. Schön hier so zu sehen bin, ein bisschen, dass ihr zumindest das Gesicht seht und meine wilde, schreckliche Frisur. Naja, wurscht. Ich war frustriert. Ich weiß nicht, ob ihr frustriert wart, wahrscheinlich auch. Ich bin frustriert. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Das heißt, mittlerweile habe ich ein bisschen Ahnung. Ich gebe es zu, ich habe heute Morgen, es ist jetzt kurz vor eins, ich habe heute Morgen, seit ich aufgestanden bin, recherchiert und ich habe Komplettlösungen gelesen. Komplettlösung gibt es insgesamt 3 oder 4. Man findet viel, viel mehr, aber tatsächlich gibt es eine deutsche Komplettlösung, die an 20 verschiedenen Stellen zu finden ist. Dann gibt es eine englische, die in so lauter Einzelpunkte unterteilt ist. Eine englische, die scheint die Übersetzung von dieser deutschen zu sein. Und noch eine andere deutsche, die in mehreren PC Jokers veröffentlicht wurden, die man auch gescannt sehen kann. Das war, glaube ich, cultboy.de. Kann ich empfehlen, da kann man alte Spielezeitschriften angucken. Scheinbar hat er sich die Lizenzen geholt zu den alten Dingern. Und die ist aber super knapp, also da findet man gar nicht wirklich was aus. In dieser nummerierten Liste, in der englischen. Entschuldigung, ich habe NASA Quad genommen, also aus England geholt da letztes Wochenende. Dingenskirchen, Allergie, so heißt das. Also, ja, Nase, Schleim, schrecklich nervig. Deswegen auch manchmal ein bisschen riesig am Schliefen oder so. Soll uns jetzt alle nicht stören, wir wollen Albion spielen, ich weiß. Und ich labere euch schon wieder eine Frikadelle ans Ohr. Aber ganz ehrlich, das ist ziemlich wichtig, weil in dieser punktierten Liste stand dann drin, also diese Stelle im Spiel, wo wir jetzt gerade sind, diese Stelle im Spiel dauert sehr lang. Wir haben tatsächlich durch Trial and Error rausgefunden, dass man einfach nur Geduld braucht. Das Spiel geht dann schon irgendwann weiter. Also das scheint tatsächlich irgendwie einen Timer zu haben, in-game, off-game, keine Ahnung. Es ist schon ein bisschen frustrierend, muss ich sagen. Aber wurscht, heißt, ich kann ein bisschen grinden und mit euch ein bisschen quatschen beim Grinden. So, und zwar Sachen, die ich in der Komplettlösung gesehen habe, die passieren sollen, sind zum einen, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, wir sollen abgepasst werden von einer Person, wenn wir aus diesem Labyrinth kommen. Dazu habe ich auch noch was gelesen und das machen wir jetzt mal zuallererst. Und zwar erinnert ihr euch an dieses Amulett der Stärke, wo wir zwar rankommen, aber dann nicht mehr zurück. Ja, na, das ist ein typisches, dummes Ding in Spielen. Ich hätte mich sogar noch daran erinnern können, ich habe es aber nicht. Ich werde es euch gerade zeigen. So, was mir hoch. Also es geht um das Labyrinth unter Kaunos, wo dieser Kontos ist. Das war ein Punkt, wenn wir aus diesem Labyrinth rauskommen. Soll uns jemand ansprechen, das ist nicht passiert. Vielleicht, weil wir das Amulett nicht genommen haben. Deswegen will ich das jetzt nehmen. Eine andere Sache ist, man soll halt immer wieder im Kreis laufen, mit allen Leuten reden. Quasi mit allen wichtigen Leuten. Irgendwann passiert schon was, so ungefähr. Und dann ist da noch ein Punkt. Und zwar sollte man, in der Komplettlösung sollte man Kontos. Also gucken wir, wir reden. Also von dieser Truhe, wo dann hier Feuer ist. Und jetzt ist die Lösung. Ja, es ist ein bisschen. Es ist ein bisschen doof, muss ich sagen.
Ich laufe in die falsche Richtung, kann das sein? Ich laufe nach Westen, obwohl ich nach Osten muss. So, da geht's zu ihm und da geht's rein. Ich habe es natürlich ausprobiert, also ich habe heute Morgen auch gespielt, aber off the record. Deswegen sind auch die Soundeffekte ein bisschen anders gerade. Von der Lautstärke her. So. Den wollten wir hier durch. Dadurch, wenn ich mich nicht irre. Das ist jetzt der Gang, der dann Feuer wird. So. Und hier ist die Inschrift, wer das Amulett sieht, muss sterben. Und da ist das Amulett. So. Jetzt nehmen wir das einfach mal mit. So, er hat schon eins. Der hat auch ein Amulett. Und das ist, glaube ich, das macht, glaube ich, gar nichts. Ne? Das ist einfach nur so ein... Geben wir das Trier, dann wird der unser... Ja, 80 Kilo. So. Und jetzt müssen wir sterben. Ja, also hier, Feuer, kommen nicht mehr zurück. Super banale Lösung. Einfach mal an der Wand entlang laufen und ja, man kann durch eine von den Wänden durchlaufen. Super. Fieses Rätsel. So, jetzt haben wir hier wieder ein Ding. Komm, ist hier hoch? Ist das ein Schalter? Nee, wahrscheinlich ist es wieder eine Wand, durch die man durchlaufen kann. Wieder so eine Illusion. Ja, also im Endeffekt ist hier diese Wand hier eine Illusion und durch die können wir einfach durchlaufen und dann kann man das auch letztlich nehmen. So, jetzt ist La Pregunta, ob wir denn jetzt von dieser Person angehalten werden, wenn wir rauskommen. La Map. Schauen wir mal. Das ist jetzt hier, das ist dieser komische Raum. Was hat hier geknackt? Ich habe ja hier die Noise Cancelling Kopfhörer auf, da kriege ich das alles gar nicht mehr so mit. Irgendwas war eben am Tisch. So, also zu ihm. Das andere ist, was man soll eben diesen Dokumentenfetzen zeigen. Stand auch in einer von den Dings. Nein, nicht das, sondern hier. Und ja, das habe ich, glaube ich, wie ich es gemacht habe, dass man so, ja, ohne den anderen Teil ist es nicht zu gebrauchen. Okay, wir haben die Info, es muss irgendwo einen anderen Teil geben, aber das ist eigentlich offensichtlich. Dass das jetzt was triggert, ist irgendwie unwahrscheinlich. Und ja, wir haben auch nicht das... Also wir sind dadurch auch nicht weitergekommen. Jetzt gucke ich mal, ob wir hier direkt abgepasst werden, ob es tatsächlich darauf getriggert wurde. Nein, hier ist niemand. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach weiter nach Sri Lamina. Weil wir eh schon auf dem Weg sind. Und da oben können wir noch grinden. Deswegen passt das ganz gut zusammen. So, by the way, ich habe tatsächlich noch gar nicht den Timer angemacht. Haha. Hier muss so einen schönen Timer stehen. 30 Minuten halt. Ist geworden. Ja, und da kommt auch dieses komische Gähnen, ne? Keine Ahnung. Wegen der Allergie meine ich jetzt. Ich schlafe nämlich auch nicht mehr so gut. Und ja, ich müsste mal zum Arzt. Ich weiß, ich habe Hausstaub, aber da muss irgendwas dazu gekommen sein. So, und an News gibt es natürlich von meiner Seite auch. Es ist wie gesagt ewig her, dass ich das gespielt habe. Es sind zwei Monate jetzt. Ich war ja im April, also es ist jetzt hier Anfang Mai für mich gerade. Also ziemlich nah an, ich glaube, es ist eine Folge im Vorlauf noch. Ich habe nämlich, ja komm, lass mich unten rumgehen. Ich war nämlich im April einen ganzen Monat, nicht im April, im Mai den ganzen Monat in den USA. Bei meinem Schatzi. Und da habe ich natürlich überhaupt nicht aufgenommen. Und den April, ich kam aus den USA heim und es gefühlt hatte ich nur irgendwelche Sachen, die passiert sind, also irgendwelche Termine oder so, irgendwelche Events. So, ich speichere mal. Ja, Gefahr klingt gut. So. Und deswegen hatte ich nicht wirklich den Nerv aufzunehmen. Ich habe tatsächlich auch, es ist heute Sonntag und ich habe übermorgen ein Firmen-Event, das geht von Dienstag bis Freitag und dann ist erstmal nichts und ich wurde schon wieder gefragt, ob ich am Wochenende nicht irgendwie hier, also irgendeiner hier soll, genau, das ist super, das Dämonenvertreiben ist schon gemdingst. Dann holen wir hier den Schild.
Der sollte eigentlich Dämonen vertreiben, auf die ganze Truppe lernen. Da müssten wir nochmal hin. Ich glaube, auf die andere Insel, wo er das lernen kann. Müssen wir mal gucken. Soll er erstmal den Schild machen? So. Nichts tun. Was macht er hier? Was trainiert er? Der hat schon alles voll austrainiert. Sehr schön. So. Jawohl, der ist weg. Ja, wie gesagt, USA. Dann lauter Events und deswegen hat es jetzt ewig gedauert, dass ich aufgenommen habe. Jetzt muss ich langsam mal. Ich habe nämlich nur noch eine Folge im Vorlauf und das ist ein bisschen doof. Ich nehme ja gerne, ich nehme gerne im Voraus auf, weil ich dann halt einfach auch ein bisschen relaxen kann und nicht ständig im Kopf habe, oh, du musst wieder aufnehmen, oh, du musst wieder aufnehmen. Heißt für euch halt leider, die Aufnahmen kommen quasi alle aus der Konserve. Wie sie schon vorgescheduled auf YouTube. Hashtag ist so. So, jetzt muss ich halt, weil der Timer nicht läuft. Das ist jetzt eine Rührlunsen. Ja, 12 Minuten haben wir schon. Kann gut sein, dass die Folge ein bisschen länger wird. Wir gehen jetzt erstmal nach Lamina und dann zeige ich euch noch ein paar Sachen. Und dann werde ich das Ganze mit dem Grindset anfangen. Natürlich nicht Grindset im Sinne von, wer mit 5 noch keine Millionen hat, ist ein Versager. Schwachsinn, wer sowas behauptet, ist ein Versager. Sondern natürlich Grindset heißt hier, wir gehen und grinden. So, ich will mal gucken, wir haben hier noch Schutz und Antimagie. Super, das läuft noch. Dann Donner du mal hier drauf, da drauf. Und jetzt mit die starken platt. So. Das ist halt so das Ding, dass ich dann da erstmal hier rumgrinden muss, in der Hoffnung, dass dann dadurch Zeit für das Spiel vergeht und das Spiel sagt, jo, ist soweit, kann natürlich wirklich genauso gut sein, dass das Spiel sagt, hahaha, ihr müsst Level sowieso sein, damit ihr weiterkommt. Ne? Also das ist busy, ja, es ist doof, dass man nicht wirklich sieht, was der Trigger ist. Die Sachen, die ich machen soll, kann ich nicht machen. Eine Sache habe ich euch eben schon gezeigt, die Person, die mich da ansprechen soll, kommt nicht. So. So, und dann ins Lamina zeige ich euch das nächste. Rasten können wir gar nicht nehmen. Das heißt, wir sollten vielleicht vorher mal außerhalb rasten, wenn es hier ordentlich dunkel ist, so nach 8. Wer von denen kann jetzt heilen lernen? Das ist das Interessante. Heilen lernen ist interessant. Entfernen, Quark. Hier anwenden. Wie schaut es hier aus mit dem Heilen? Das ist auch schon voll. Ja, das ist eigentlich ganz gut, ne? Dann würde ich sagen, komm einfach drauf. So. Weil wir heilen ja jetzt sowieso. Ist die Sirat schon Stufe 32 erreichen. Ist auch schon unwahrscheinlich, dass wir hier jetzt leveln sollen bei Stufe 32. Naja. Schauen wir mal. Es kann wie gesagt auch wirklich sein, dass es irgendwie auf Tagen geht. Fies wäre es, wenn es so gemacht wäre, dass es auf Tage geht. Und wir dann. Ah, das ist noch ein Gegner. Sehr fein, den nehmen wir noch mit. Und die Story sogar einfach weitergeht, selbst wenn wir nicht nichts machen. So, jetzt heilen wir tatsächlich hier mal. So. So. Hat der hier irgendwas? Ein magisches Schild. Nur auf sie. Die hat immer noch 90% für 90 Stunden. Kann man noch sagen, vielleicht er oder so. Dann hier, der ist natürlich hart. Der konnte 2. Ich dachte jetzt, das wäre ein Dreier. Dann hätte ich den Zweier als gelb im Kopf und der ist rot. Aber nein. Nun gut, piep, piep. So. Vielleicht sollte der sich. Nee, ja, kann er ruhig machen. Der Schild, genau. Er kann sich safer schilden, weil wir jetzt dann eh vorhaben zu rasten demnächst. Und dann kann der ruhig. Das ist schon recht stark, ne? Also, die kriegen den Einser jetzt mit einem Schlag ziemlich platt. Das ist schon nicht schlecht eigentlich.
So, und dann haust du nochmal hier so drauf. Der macht gar nichts. Und Rhea, naja, gut, okay, der wird jetzt stehen. Schön, der ist weg, dann kann Tom damit helfen. Nicht, indem er nichts tut, sondern indem er auch angreift. So. Ja, das ist schon, das braucht schon hier ein bisschen mehr Effort. Das ist wahrscheinlich einfach Trier, der so super stark ist. So. Sira soll ruhig noch ein bisschen draufhauen. Leider gibt es nicht mehr Erfahrung für sie oder sowas. Aber momentan können wir es uns leisten, also auf der Mama Seite. Ja, leider. Jetzt haut er ab. Jetzt hätte ich natürlich die Dornenschlinge machen. Ah, das hätte ich machen sollen, die Dornenschlinge, dass wir die vollen Erfahrungspunkte kriegen. Na gut, Meltas kriegt auch schon mal ein Level up, das ist gut. So. Dann gehen wir erstmal in die Stadt. Ich kann hier ein bisschen teleportieren. Und zwar ist eine Person, mit der man reden soll, ist der Chef vom Gasthaus. So. So, schauen, okay. So, gucken wir mal, ob der was Neues zu sagen hat. Seine Stimmung ist schlecht. Er möchte nicht die Stimmung verderben, möchte Rationen kaufen. Na, machen wir einfach mal. So, und wir haben nichts, was wir machen können. Der weiß der vielleicht was zu dem Dokumentteil? Nö. So, die Sache ist, dass er mir angeblich eine Information verkaufen soll, gemäß Komplettlösung. Und die sollen wir kaufen. Ja, macht er nicht. Entweder haben die das Spiel verändert, als sie die Komplettlösung gesehen haben. Oder das ist halt eine von den Dingen, die sich zeitlich noch triggert. So, kann ich hier eigentlich. Ich kann hier nicht rasten. Ich kann ihm auch nicht sagen, ich will rasten. Das heißt, das geht nicht. Das ist. Wir reden so wieder über das Tabu. Aber ich kann mit dem. Ich habe meinen klugen Zettel. Da ist er. Mein kluger Zettel, der natürlich auch schon ausgeblendet wird von links. Da steht, die Kneipe in Srimalina, der hat einen Verkaufsfaktor von 0,7. Am besten ist hier, wenn wir beim Gewichtladen, beim Waffenladen oder Rüstungsladen unten in der Stadt in Belovino sind, wird dann bald hier zu scheißen. So. Ein kluger Händlerzettel. So, dann haben wir hier das Wohnhaus. Hier sollen wir scheinbar auch irgendeine Information kriegen. Was ist hier? Wissenswertes über unsere Stadt? Nein. Achso, halt vielleicht. Vielleicht das Dokument? Nee. Okay. Wir haben ja auch schon den Hinweis bekommen, redet mit allen über alles. Das ist halt so typisch rollenspielmäßig und halt auch das üblicherweise das Nervige. Wenn nur zu einem Typen geschickt. Das ist eben, wie gesagt, das ist das, was mich so ein bisschen frustriert. Dass wir quasi nicht wissen, was wir tun sollen. So. Hier rasten? Nein, eigentlich nicht. So. Ich weiß nicht, ob ich mit der Person da oben schon geredet hatte, aber möglicherweise sagen die nicht viel. So, jetzt gehen wir nochmal nach draußen. Jetzt gehen wir einfach hier zur Gilde der Magier. Hier rum und die Gasse raus. Letztens hieß es Wegmarkierung gesetzt, als ich raus, als wir testen aus. Und jetzt. Sehr fein. Jetzt gehören wir auch hier. Dann gucken wir auch automatisch zum Ausgang. Und können rasten. Sehr schön. Bis zum Morgengrauen. Also wie gesagt, hier sollen wir angeblich Informationen verkauft bekommen. So, dann ist da noch der Gemischtwarenladen. Deswegen gucken, wer das war. Stich- und Wurfwaffen. Okay, das ist die Iskai-Waffen ansprechen. Das ist Nadir. Nadir hatte ich tatsächlich nicht aufgeschrieben. Ah, weil sie das Zeug nicht kaufen kann. Jetzt habe ich hier natürlich nicht den.
den Faktor aufgeschrieben, weil ich habe hier scheinbar schon mal Fleischbrocken verkauft. Was haben wir hier? Kräuter. Suchen. Okay, Waffen. Also, das ist natürlich ein Punkt. Ah, wir haben auch noch ein Gold. Könnte ich nochmal gucken. Die Lanze, 2, Schaden 18 hat er jetzt schon. Das Schwert hat nur Schaden 13. Ich muss ja jetzt nochmal selber drüber gucken. Das ist die leichte Rüstung, das ist die große Rüstung. Da muss ich jetzt echt mal gucken. Das kann auch nur er verwenden. Sie kann auch das nicht nehmen. Interessant. Das ist Schaden 5. Das ist wahrscheinlich die 9, ne? Ne, Schaden 8. Okay, sie hat also plus 1. Schaden 10. Schaden 8 Krieger. Also ist der Kristalldolch wohl wirklich das Beste. Weil jetzt geht's ja schon. Jetzt geht's ja schon rückwärts. Nein, will ich nicht kaufen. Naja, das sind Schaden 6, das würden dann 7 machen. Der kleine Schild. Ja, die kann das alles nicht. Also sie hat scheinbar schon die beste Rüstung. Ich könnte höchstens Heiltränke kaufen. Ich glaube, das mache ich sogar. Wegen, weil wir können nicht endlos. Wir können nicht endlos. 8 kosten sie, dann haben wir hier die Kosten 160. Okay. Ist auch der Slot frei. Das heißt, ich kann jetzt auch hier den Faktor gucken. Das ist 1,2. Das ist gut. Das ist nämlich genau der gute Faktor. Das heißt, das ist schön. Das ist, mal eben ganz schnell aufschreiben hier. Sri Malina Laden. 1,2. Das ist schön. Heißt nämlich, ach, jetzt hätte ich abbrechen sollen. Die will ich natürlich nicht verkaufen. Na, wurscht. Ich habe 0,3 Gold verschwendet. Heißt, ich kann hier auch das Fleisch verkaufen, weil es eh schon hat. So. Und kann hier auch wertvolle Sachen verkaufen. Schon mal 66. Feuerring. 416. Haben wir 2 Stück von. Ich würde die halt eigentlich erst leer zaubern, bevor ich sie verkaufe. Aber ich würde die vergessen zu benutzen, das weiß ich auch schon. Kostet das wieder denn 125, will der mir dafür geben. Die Wurfachs 1250. Schaden 12. Jetzt habe ich gar nicht mehr im Kopf, ob die Kristallwurfachs einmalig oder mehrfach. Ah, das ist wieder dieses. Das rote Schwert, das ist wertlos. Das ist verflucht. Das ist verflucht, wenn es wertlos ist. Wieso habe ich es behalten? Ihr werdet jetzt wahrscheinlich alle schreien, nein, nicht wegwerfen, aber ich werfe es weg. Es ist verflucht. So. Okay, wir sind im Händlerinterface, da kann ich nicht Sachen hergeben, aber ich habe noch eine Sache, die ich machen möchte. Und zwar, wir haben hier Schriftrollen, und zwar für den Feuerball und für Licht. Und die konnte er nicht lernen, aber... Nein. Spruch ist schon bekannt. Ja, okay. Ich bin mir so unsicher, was eine gute Entscheidung ist und was nicht. Gucken wir nochmal in die Inventare von den Leuten. Also wir haben hier, der hat unsere ganzen Tränke, also kriegt der auch die 20 noch ab. Kann er schließlich 102 Kilo tragen. So, das hier. Verkaufsmüll geben wir jetzt an Dürr. Silberhalsreif, Wertgegenstand. So, das ist gar eben ein Messer, können wir verkaufen. So, so. Der Leuchtstab selbst, der zaubert nur Licht. Und so und so oft und dann. Okay. So.
das war jetzt wieder so eine Folge, wo viel einfach nur hin und her transportiert wurde zwischen Charakteren. Also ist das manchmal halt. So, der nächste Stopp wäre wieder Kraunos. Vielleicht mit der Gilde der Magier mit den Leuten reden. Und ich achte nur darauf, dass jemand. Yikrai, okay, das ist hier wahrscheinlich die interessante Person. Das ist wahrscheinlich hier Magie kaufen für Sira. Und die sind alle schon bekannt. Ja, ja. Nee, ist das hier nicht. Gut. Wie gesagt, wenn man 2 Monate nicht mehr gespielt hat, muss man auch erstmal wieder reinkommen. So. Übersichtskarte und aus. So. Ich würde sagen, ich werde jetzt tatsächlich eben in dieser Folge noch einmal im Kreis laufen. Sprich, ich laufe jetzt nach Kraunos. Wie heißt es? Biloveno und wieder zurück nach Sri Lamina. Ich werde wahrscheinlich in Kraunos wieder Zwischenstopp machen. Und kill dabei die Gegner, die hier oben. Und also renne hier einmal im Kreis, kill die Gegner, die hier oben sind. Und dann gucken wir mal, ob die Leute was anderes sagen. Und dann gucken wir nächste Woche nochmal. Also die Woche nochmal einmal im Kreis gucken, ob Leute was sagen, Gegner killen. Und dann quasi nochmal kurz Abschlusskommentar, wenn wir einmal im Kreis waren. Und dann gucken wir nächste Woche, wie es weitergeht. Ich sag jetzt schon mal Ciao Miau im Voraus, auch wenn nochmal ein kleines Abschlusskommentar kommt. Aber wie gesagt, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ich muss gerade eben denken, wir sehen uns nach dem Grinden erstmal wieder, aber wir sehen uns mit einer vollen Folge nächste Woche wieder. Es kann sein, dass die nächste Folge noch eine Grinding-Zusammenfassung mit Timelapse-Talk ist. Muss ich mal gucken, was passiert. Aber ich habe jetzt keinen Bock hier 20 Mal im Kreis zu laufen. Das ist das, was mich jetzt ein bisschen frustriert. Aber Leute, das ist jetzt nicht euer Problem, das ist das Problem von der nächsten Woche. Wie gesagt, ich muss jetzt tatsächlich schnell mal um die Ecke und dann mache ich eben schnell noch die Timelapse ans Ende der Folge. Wie gesagt, ich sag schon mal, ciao, miau. Mit Mikro geht's auch besser. So, wir sind in Kraunos angekommen. Ich habe mir gedacht, ich mache hier doch nochmal kurz eine Redepause. Und schauen wir mal. Jetzt sehen wir hier A, alle werden müde. B, habt ihr wahrscheinlich gemerkt, dass der Schnitt, nachdem ich. Deshalb, ich gehe mal eben kurz aufs Klo, dass es auf einmal dunkel war. Nein, ich habe keine Spielzeit in dem Sinne rausgeschnitten. Ich hatte das Spiel minimiert. Und einfach bin ich ins Menü gegangen. Das heißt, im Spiel lief die Zeit weiter, während ich auf dem Klo saß. Deswegen sind jetzt auch alle müde. Nun gut. Wir gehen eben erstmal hier mit Leuten reden. Okay.
Berufungsformel raus. Okay, Läden. So, das sind die. Das so, ich will nochmal eben hier einmal reingucken. So. Einfach nur zu gucken, ob sich hier was tut. Jeden Morgen kommt der Tikro vorbei. Es ist ein erfahrener Kampftrainer. Der ist mittlerweile schon weg. Not können wir nicht mehr ansprechen. Ich glaube, der sitzt dann hier irgendwo. Wir haben den auch, glaube ich, mit Sicherheit schon mal gesprochen. Das ist der, der unseren kritischen Treffer trainieren kann. Und super teuer ist. So. Dann gehen wir mal gucken, was unser Freund hier sagt. Wahrscheinlich nichts Neues. Das war anschauen, ansprechen. Nein. Kurz. So. Und der sagt wahrscheinlich zu dem Fetzen immer noch nichts. Nein. Gut. Dann ist unsere nächste Station tatsächlich, nachdem wir mal geschlafen haben, das können wir wahrscheinlich auch hier machen, nachdem wir einmal alle geschlafen haben, ist unsere nächste Station tatsächlich, jetzt fehlt dem Magie. Wurscht, geh aus dem Weg, ist jetzt wieder Beloveno und dann einmal Handel treiben. Ja, jetzt ist es natürlich dunkel. Rasten kann ich nicht, warten kann ich hier auch nicht. Das ist jetzt Busy Blade Glaube. Aber dann müssen wir halt jetzt durch die Dunkelheit ab Beloveno. Da sehen wir uns dann wieder. Bis gleich. Okay, ich habe mich anders entschieden. Ich werde hier einen kleinen Schlitz setzen und warten bis zum nächsten Morgen. Ich kann nicht rasten, ich kann nichts machen. Ich muss jetzt tatsächlich hier sitzen und warten, bis die Zeit verrinnt. Ich sehe nämlich gar nichts auf dem Bildschirm gerade. Und ich glaube, ihr seht auch nichts. So langsam fängt es an, hell zu werden. Es ist ein kleines bisschen heller geworden. Ich warte noch mal, bis um eine Stufe heller wird. Damit nicht nur ich, sondern auch hoffentlich ihr was sehen könnt. Ja, schade, wenn ich jetzt hier rumlaufe und niemand sieht was. Ich habe nämlich einfach die Karte nicht mehr 100% im Kopf. So, das müsste jetzt um 5 Uhr müsste es wieder eine Stufe heller werden. 3, 5, 6, 7, 8. Jawohl, da haben wir. Boah, das sieht schon besser aus. Jetzt sehe ich auch, wo ich lang laufe. Und hier sind wir wieder in Beloveno. Dann machen wir uns erstmal auf zur Heilerin. Kann es jetzt nicht wirklich helfen. Zum Gemischtwarenhändler. Wir öffnen für Amistratzen. Wir sind ein bisschen früh dran. Dann mal einfach mal ins Rathaus schon mal reden mit den Ratsmitgliedern. So. Einmal mit jedem reden ist die Devise. Das wird jetzt mal sein, wo wir lang müssen. Genau. So. Die Ratsmitglieder, die ich nicht auseinanderhalten kann, das ist natürlich keine Ratsmitglied. Die meckert jetzt nur an, von wegen, ihr seid nicht wirklich gut gekleidet. Ich würde mal sagen, ich gehe auch als Tom rein. Das könnten aber schon zwei sein. Das ist einmal Gard. Eisengard. Okay. Ich weiß jetzt. Ich glaube, da war dieses Gerücht, dass zwei Leute, es gibt halt kein Journal oder so.
dass zwei Leute ihre Arbeit nicht richtig machen. Rico. Und dann haben wir hier drin Gart, Rico und Heras. Und das ist der Liebe, den fragen wir mal. Ist das hier unten? Gart, Rico, Heras. Und dann ist da noch einer, der nicht erreichbar ist aufgrund von Sachen, die wir sind. Ich frag mal Heras zu diesem. Was wisst ihr über. Nein? Doch, was wisst ihr über Gerüchte? Genau. Es kommen Wesen aus der Stätte, aus der heiligen Stätte. Und dann haben wir hier einen. Dokumentenfetzen, der ihn nicht interessiert, ist sehr fein. Den Herren da unten, der interessiert uns aber, das ist Heron. Er ist Ratsmitglied und Kritiker des Systems. Aha, was weißt denn du über dieses Ding? Nichts. Ach guck mal, der kann über sich selber reden. Haha. So. Ich nehme an, das hatten wir alles schon gehabt. Weil ich ja typischerweise einmal alles vorlese. So. Ich denke, das ist auch die Standardantwort für. Es ist nichts, es ist keine Antwort programmiert worden. Das heißt, die sind nicht wirklich an diesem Fetzen interessiert. Aber wir haben eine Dame. Das müsste auf jeden Fall gut sein. So, oh, wir haben eine Dame, die uns schon mal gesagt hat, hey, hier ist irgendwas faul. Könnt ihr uns da helfen? So. Und die könnte eventuell hilfreich sein. Achso, die hatten die Kleinen. Okay. Schadet nichts. So. Das Fleisch auch. Ich bin jetzt gerade wieder etwas langsam, die Maus ist, empfinde ich, dass ich ganz vorsichtig. Im Endeffekt bewege ich meine Maus nur mit dem Daumen sozusagen. So, ich glaube, was hier, was die. Das Schwert. 45 Gold, um dann. Silberhalsreif oder. Lieber die 6 blauen Tränke und verkaufe. Denn der ist hier gar nicht so viel wert. Aber der hier ist so. Die helfen mir später zum. Naja, zum nicht heilen, ne? Komm, hier wieder aufladen von der magischen Energie, wenn ich in einem Dungeon bin. Das ist sinnvoller. Okay. Dann kann ich natürlich auch noch verkaufen gehen, damit der. Bilanz schlechter geht die auf 0,9, dann gehen wir einfach mal erstmal weiter. So, was sind wir unten? Das ist der Waffenschmied. Zuerst aufmachen muss. So. Ich weiß, ich war da quasi, ich war gerade erst in der letzten Folge kaufen und verkaufen. Es tut mir auch ein wenig leid, muss ich gestehen. Aber es ist eben, wie sich das mit der Wurfaxt hatte ich probiert. Und es macht nur Sinn, die Kristallwurfaxt zu behalten, wenn ich sie gerade eben eins von den Schwertern ist, das, was die andere Händlerin hatte, um Platz frei zu machen. Ich weiß gerade nicht, ob ich den Bogen. Ich muss das nur mal im Kampf ausprobieren, die Kristallwurfaxt zu werfen. Und dann zu schauen, ob ich. Ob die endlos Munition hat, sozusagen. Es ist sorry, dass ich das. Ich habe mir das nicht aufgeschrieben. Muss ich machen, aber dann kann ich mich die Bögen verkaufen. Genau, das ist sinnvoll, weil hier habe ich jetzt nichts. Den kleinen Grün hier hätte ich verkaufen können. Ne? Bei der Gemischtwarenhändlerin.
verziertes Schwert. Schaden 9. Jetzt muss ich tatsächlich nochmal überall reingucken. Das kann er nicht verwenden. Das kann nur er verwenden. Was hat er denn? Ich glaube, Lukes Dolch ist tatsächlich. Nein, nicht verkaufen. Quatsch. Das ist mit 12. Und Stärke und Nahkampf, die Boni. Das ist, glaube ich, doch eine der besten Sachen. Wissenschaftler. Sorry, dass das hier. Kein Bonus drauf, okay. Dass das hier jetzt 13 kann er schon nicht mehr verwenden. Ja, dann haben wir das tatsächlich schon so. Außerdem will der ja eh nicht kämpfen. Dankeschön. Ich gehe jetzt mal nochmal auf die Rüstung. Achso, nee, das war's schon. Posch-Waffen, Posch-Rüstung steht hier. Kann es sein, dass ich die Rüstung aufgekauft habe und der deswegen. Oder ist hier ein anderer? Nee, der Rüstungsladen ist. Ach, ich habe das falsch. Ich habe das falsch aufgeschrieben. Der Rüstungsladen ist hier unten. Genau, der Rüstungsladen ist hier unten. Ich habe das aufgeschrieben. Ich habe den Namen weggelassen und das sieht so aus, als wenn. Ich muss hier den Namen aufschreiben. Das ist Bagger. Schreibe ich aber auf. Sonst komme ich durcheinander. Sorry. Sorry für dieses heillose Durcheinander. So, Rüstung. Ich glaube, da waren wir das letzte Mal. So, jetzt wird schon ein Slot frei hier. Er hat schon das leichte Catnap. Ja, genau. Und die beiden haben auch schon das leichte Catnap. Die sind also schon voll gerüstet hier. Da geht gar nichts mehr. Das war gut so. Sehr schön. Und die haben das gleiche. Das heißt, ich kann, wenn ich die drei. Ja, die hätte ich jetzt tatsächlich hier. Naja, hier anlegen sollen. Ich habe mir ein paar Sachen blöd gemacht, wenn man die Wohnhäuser rein. Hier war nämlich ein Wohnhaus, da wo Kunak uns beigetreten ist. So, der fühlt sich nicht wohl. Das ist sie, dass die sich nicht wohl fühlt. Das ist er. Das sagt sie. Du sollst zum Rathaus gehen. Dann sind da nur noch die Kinder. Das ist auf jeden Fall nicht das Haus, was ich meinte. So. Ah, jetzt muss ich hier wieder die Tür aufmachen. Das ist an manchen Stellen ein bisschen komisch. Dann haben wir noch ein Wohnhaus. Das muss man merken, welches das war, das ich suche. Wohnhaus? Interessant. Das ist die Kriegerin. Siobhan. So, wir können nicht verstärken brauchen. Wir sind schon voll verstärkt. Und das ist nur random Kram. Das habe ich nur ganz kurz. Hier im Keller waren wir mit Sicherheit auch schon. Das wäre komisch, wenn wir. Ach, das war, wo wir die Gegner besiegen mussten. Um denen zu helfen. Ja. So. Ach, das ist die Herberge, das ist das Gasthaus. Okay. Das ist die Heilerin. Hier war doch. Eine Wohnung. Oder ist es das Gasthaus? Oder ist es hier oben? Das müsste die Wohnung sein. Wo die leichte Dame wohnt, die uns gebeten hat, die Stadt zu retten. Ja, okay, auf dem Klo wird sie nicht sitzen. Ich habe das Gefühl, dass es nicht das Haus ist. Das ist jemand anderes Haus, oder? Ja, die sitzt die ganze Zeit nur da. Ist das vielleicht das Gasthaus? Sorry, jetzt bin ich total verwirrt. Aber dafür gibt es halt für euch das alles in jetzt in einer Folge. Ach, das wird hier, das wird das Haus direkt am Markt. Ja, das ist das direkt am Marktplatz. So, ja, da oben ist sie. Ich erinnere mich an die Form vom Haus. Da ist Karia wieder. So, und zwar weißt du etwas über. Wir haben ja schon eingewilligt. Das würde ich auch gerne nochmal machen. So. Jetzt kommt das ganze Gelaber.
Und da ist Skat und Rico sind regieren gegen die Gemeinschaft. So, und zwar, kannst du mir irgendwas hierüber sagen? Nein. Also, im Rat der Gerechten ist Ungerechtigkeit, die aus dem Heiligtum der Iskri kommen Monster. Es ist schon einiges hier am Schieflaufen. So, Kneipe. So, die Info, dass wir Seile mit in die Höhle nehmen sollen. Karia besuchen. Der lässt sich nur nicht mehr beeinflussen. Oder eher gesagt, beeindrucken. Der ist besoffen. Der sagte, der hat uns damals auch gesagt, dass es irgendwie ist. So, Bettlermann hat uns die gegeben. Ist das er gewesen? Ja, ich kann ihm nicht ständig Münzen geben. Grete, wir haben neulich schon miteinander geplaudert. Was sind über Reiserouten? Das kriege ich ziemlich mal Gespräch, weil ich nicht zuhört. Okay. Was ist hier mit? Das sieht sie nicht. Okay. Hey, hier ist eine Kappe. Kann ich verkaufen. Das interessiert ja niemanden, dass ich hier Zeug mitnehme. Das ist der wieder. Wenn ich spreche die ganze Zeit an. So. Schon wieder. Ich hatte immer wieder die gleiche Person. Das ist schon ein halber Running Gag irgendwie, ne? Dass ich immer wieder die gleiche Person renne. Scheint es aber schon gewesen zu sein, im Groben und Ganzen. Ich will ja nur grob durchgehen nochmal. Kümmere ich auch die Nacht hier übernachten einmal. Herberge. Und holen uns ein Zimmer für die Nacht. So. Haben wir auch wieder volle magische Energie für die nächste Grinding Session. So. Auf das Freudenhaus. So. Und dann. Das ist, glaube ich, die Stelle, wo wir diese Folge begonnen haben. Und dann würde ich sagen, tatsächlich, wir beenden die Folge da, wo wir sie begonnen haben. Genau hier. Nee, tun wir nicht. Wisst ihr was? Ich gehe eben schnell noch hier die Kappe verkaufen. Ich möchte mal ob sonst vergesse ich das. So. Sie Gold. Also sie werft das halt ein bisschen blöd. Aber die 10 Kugeln hier, die kann ich. Ja, genau, die passen hier. Okay. So. Sehr entspannte Musik. So. Und hier oben, die hat, glaube ich, die dunkelgrünen Diamanten. So, wenn ich es so mache, genau da. Und das heißt, wir können den hier auch loswerden. Platz im Inventar. So. Ich werde jetzt ein kleines bisschen Verlust machen. Aber da sie gemischt waren, drin ist. Ja, nee, ich mache nicht Verlust. Ich gehe her und kaufe die bösen Tränke auf, ehrlich gesagt. Wegen, weil. Er kann jetzt nicht erreichen, egal. Weil wir haben andere Dinge, die wir nicht brauchen. So. Das sind 37 Goldstücke. Das war jetzt eigentlich gar nicht so viel jeweils, aber es ist Geld. So, den habe ich getestet. Der hat einfach nur ein paar Ladungen von Leuchten. Das ist so 2,9 Gold. Das ist einfach nur ein Lichtzauber, ein schwacher. So, die. Da
dann verkaufe ich jetzt diesen Ring. So. Sehr schön. Wieder Dinge durch sinnvolle Dinge ersetzt. So, und das trägt Tom hier. Trägt die ganzen Heilgegenstände. Dafür darf Rainer die Patronen nehmen. So. Und die Kette mit Goldemblem, die kriegt Trias. So, jetzt Tom zu viel. Immer noch. Ich glaube, wir können hier von den Spitzhacken. Ah, wir geben die einfach mal Trias. Wir wissen nicht, ob wir sie brauchen. Ich habe eben gedacht, ich nehme an, dass ich es nicht brauche, aber weißt du was so? So. Und dann sie hat auch mit mir nochmal geredet. Sie hat aber auch nur gesagt, redet, ja genau, redet öfter mit ihm. Das ist quasi der, wahrscheinlich der Hinweis mit dieser Geduld. Dass man einfach mehrfach mit den Leuten reden soll. Und ich würde sagen, als nächstes gehen wir wieder hoch über Kaunos zu den Iskai und werden nochmal ein paar Gegner killen. Und ich hoffe, dass sich diesmal was ändert. Es ist, wie gesagt, ein bisschen doof, weil ja, viel passiert da nicht, scheinbar. Aber das heißt, das Spiel wird uns schon irgendwie weiterlassen. Wir brauchen Geduld. Ja, Geduld ist schwer. Okay, aber wir sehen uns, wie schon gesagt, nächste Woche. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Erholt euch gut, schafft nicht so viel. Wenn ihr zur Schule geht, viel Erfolg bei irgendwelchen Prüfungen oder so, die ihr habt. Und bis dahin, bis nächste Woche. Ciao, miau.